Hey ho ihr Lieben, und ja, das wird heute wieder mein Manga-Update von Januar, wo ich mir also halt Mangas getauscht habe. Und also ich bekomme alle nochmal Mangas, die ich halt gekauft habe und halt mal noch ertauscht habe, die ihr vielleicht nicht gesehen habt bei mir. Und dann eventuell noch Mangas, die ich zum Tauschen anbiete, die mir halt nicht so wirklich gefallen haben. Und ja, dann kommen wir dazu. Ich habe mir nämlich auf eBay Kleinanzeigen Diabota Band 1 gekauft für, ja, nicht viel gekostet, mit der Schokocard, die ich jetzt auch mit der Schokocard. Hier, da der ich glaube voll selten schon ist mit der Schokocard, und ja, habe ich mir halt noch gekauft von der, die ist auch da so im Top-Zustand, und ich habe ihn auch noch nicht gelesen, aber ich habe ihn halt hinten durchgelesen und da gefällt mir irgendwie jetzt schon ein bisschen. Ich freue mich halt, ihn durchzulesen, und ich werde ihn wahrscheinlich auch weiter runter. Habe ich ja von einem Unboxing ja schon gezeigt, dass ich mir die Manga Citrus geholt habe. Ich fand ihn so klasse. Und ja, weiß ich auch die Schoko gerade. Und ich glaube, die muss ich jetzt nicht zeigen. Und ja, ich freue mich schon, wenn der zweite Band dann rauskommt. Und dann habe ich mir diesen, also im Januar noch, im Momo Little Devil den Sammelband geholt. Wie man sehen kann, der ist voll fett. Und ja, ich habe den auch noch nicht gelesen. Ja, den nehme ich, weil ich ja in den Film jetzt meine Schwester geben mit. Und man kann sagen, das ist so ein übelstes, wenn man Langeweile hat, Buch. Wieso? Weil er so fett ist. Aber kommt auf jeden Fall, hole ich mir da alle drei Sammelbände halt. Dann habe ich mit jemand getauscht, halt Jiggy Vampire dann bekommen, getauscht, und ja, Farbseiten. Ja. Ist so cool gemacht. Und die hatten wir auch noch gelesen, und ich werde mich auf jeden Fall freuen, den zu lesen. Ich liebe jetzt Jiggy Vampire. So. Dann habe ich ja schon in dem letzten Video gezeigt, dass ich das Monkey Bloodlet getauscht habe. Und den habe ich auch noch nicht gelesen. Aber der interessiert mich auch immer noch voll, und ich lese zur Zeit gerade was anderes zu Ende, und ja, freue ich mich auf jeden Fall, den zu lesen dann. Und dann habe ich noch mit jemandem aus Facebook getauscht, Flower of the Deep Sleep, und der sah so interessant aus, und ich habe den auch noch nicht gelesen, und ich freue mich auf jeden Fall, den zu lesen. Ist es jetzt nicht, ist das jetzt ein Einzelband? Nee, Band 1. Ja, und mal gucken, vielleicht hole ich mir da mal alle Bände, aber ich habe ihn halt noch nicht gelesen. Ich habe auch so viele Bände nicht gelesen, weil ich gerade was anderes dabei bin. Und dann habe ich mir noch mit der gleichen Yumi Yumi Yuyu getauscht. Von Pinky Hanamori. Und ja, da gab es ja, glaube ich, mal ein Lesezeichen dazu. Und ist mir eigentlich egal. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die zu lesen. Ich hole mir auch mal alle drei Bände zusammen mal. Und dann werde ich vielleicht den mal zum Tausch anbieten. Ja, dann habe ich ja mit der Paula Diki Charat getauscht, und ich habe den noch nicht gelesen, und ja, der ist, aber die Zeichen sind übelst knuffig. Ich freue mich auf jeden Fall, den zu lesen dann. Und ja, dann habe ich Video Girl Idol auch mit getauscht, den habe ich dann mal durchgelesen schon. Und der hat mir jetzt nicht, also den fand ich jetzt nicht so toll, hat mir jetzt also nicht so gut gefallen.
Und ja, also ich tausche den auch, wenn ihn jemand hat möchte. Leg ich mal hier hin. Ich habe noch ein paar andere. Dann würde ich halt auch noch gerne Bleach Band 1 und Bleach Band 2 tauschen, also die zusammen dann. Und halt Tenshi Muyo, weil der hat mir jetzt auch nicht wirklich so gefallen und ja. Und dann halt noch. Und halt noch Magical Sweet Mermaid. Ja. Der ist halt auch schon gebraucht, den habe ich mal mit meiner Freundin getauscht gegen einen anderen Manga. Und ja. Ja. Und die tausche ich halt. Ja, hier sind die Tauschmangas. Und ja, das war's eigentlich auch schon wieder von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, nochmal schnell zu dem Manga-Update-Video, weil ich da hinten drin ja die Mangas gehabt habe, ne? Wo ich tausche. Ich mache dazu nochmal ein Tauschvideo. Dazu nicht, also jetzt, falls ihr wirklich Interesse habt. Ja, einfach mal nicht unter das Video schreiben oder. Oder er schreibt es einfach unten drunter oder und ich drehe ja gleich nochmal das im Tauschvideo für die Mangas hier, wo alle hier liegen. Und ja, gut, das jetzt nicht, aber vielleicht wird das haben will. Ja, dann sag ich mal nochmal tschüss.